Der Name ist Programm. Die Übergabe der neuen Reihenhäuser der neuen Heimat Tirol in Telfs in der Sonnensiedlung wird von strahlendem Sonnenschein begleitet. Das Projekt selbst sorgt bei den Verantwortlichen der neuen Heimat Tirol, den Telfer Gemeindepolitikern und vor allem bei den neuen Bewohnern für strahlende Gesichter. In der Endphase wird die Sonnensiedlung wohl ein neuer kleiner Stadtteil der Marktgemeinde werden. Ja, richtig. Die neue Heimat hat hier 30.000 Quadratmeter gekauft, damals noch als Wald. Und peu à peu wird jetzt hier eine wahrlich einzigartige Siedlung in exklusiver Wohnlage errichtet. Im ersten Abschnitt hier haben wir 11 Reihenhäuser im Eigentum errichtet. 6 werden auf Mietbasis an Interessenten weitergegeben. Die waren alle sehr schnell weg. Dieses erste Projekt hier war von den Beaufort-Architekten entwickelt. In einer zweiten Stufe kommt ein Projekt der Architekturhalle zur Umsetzung und in einem dritten dann die Architekturgemeinschaft im K2. Ich denke, dass wir hier einerseits architektonisch ansprechende Objekte errichten können, andererseits in Passivhausbauweise Wohnraum zur Verfügung stellen, der langfristig günstig und leistbar ist und auf höchstem technischem Niveau Energieeffizienz präsentiert. Ja, die gesamte Sonnensiedlung hat mit der Endausbaustufe, der dritten Baustufe, rund 1000 Bewohner. Also das ist schon ein kleiner Ort im eigenen großen Ort. Und die Sonnensiedlung ist sicher eine sehr gute Lage, sonnige Lage. Zwar ein bisschen extern von Telfs, aber gut erschlossen, mit Busverbindung, Kinderspielplatz, alles da. Und ich glaube, die Bewohner haben es da sehr fein. Insgesamt investierte die neue Heimat Tirol rund 5,4 Millionen Euro in das Projekt. Die Umsetzung der neuen Reihenhaussiedlung entspricht auch den innovativen Anforderungen der NHT in Sachen Architektur und Nutzung. So wie in diesem Fall hier, denke ich, doch auch leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Hier kostet ein ca. 100 Quadratmeter Eigentumshaus um 300.000 Euro. Das ist zwar viel Geld, aber für ein eigenes Haus mit auch etwas Grund dabei, denke ich, ist das noch vertretbar. Die Mietreihenhäuser werden zu einem Quadratmeterpreis von 6,30 Euro, 6,40 Euro vermietet. Und auch das, denke ich, ist mit dem Abstellplatz, mit der Garage durchaus ein Preis, den man sich noch leisten kann. Und das wird auch in Zukunft unser wichtigster Anspruch sein. Aber nicht nur die Errichtung der Wohnanlage selbst ist für die neue Heimat Tirol eine Herausforderung. Die neue Heimat sieht sich auch als Komplettanbieter in Sachen Wohn- und Wohlfühlkultur und unterstreicht dies mit der Schaffung des nötigen Freiraums in der Wohnanlage. Schauen Sie, wir sind eine Gesellschaft, die im Eigentum der Stadt Innsbruck und des Landes Tirol steht. Daher sind uns natürlich die öffentlichen Aufgaben auch ein Anliegen. Und es geht nicht nur darum, hier Bauklötze hinzustellen, sondern die Menschen müssen letztendlich in diesem Wohngevierten leben und sich wohlfühlen. Und da gehört der Freiraum für Kinder genauso dazu wie da oder dort ein Gemeinschaftsraum oder Ähnliches. Wir sind hier für alle Anregungen offen, die von der Gemeinde, die von den Mietern, die von den Eigentümern kommen und versuchen dann mit unseren Mitteln, mit unseren Möglichkeiten, das auch in die Tat umzusetzen. Und das, denke ich, ist auch unser Weg des Erfolgs. Informationen zum Projekt Sonnensiedlung in Telfs sowie über alle weiteren Projekte der neuen Heimat Tirol sind im Internet unter www.neueheimattirol.at abrufbar.